war der 2. Juni 2012, als der besondere Gemeindetisch im Rahmen eines großen Festes in Eugendorf der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Direkt über der neuen Mehrzweckhalle, im Sitzungssaal, konnte das Meisterwerk bestaunt werden. Ja, super gemacht! Passt genau zur Gemeinde Eugendorf sowas. Sehr schön, gefällt mir sehr gut. Es ist Kunst am Bau, möchte ich sagen. Wirklich, der Tisch wird in die Geschichte eingehen. Und mein Wunsch war, dass es wirklich ein Tisch ist, wo in irgendeiner Form, zumindest symbolisch, alle Eugendorfer einen Platz finden. Großartig, moderne Architektur. Er erfüllt gut seinen Zweck. Er ist in Bewegung, er ist lebendig. Und ich glaube, er ist auch sehr stabil, dass man mal am Tisch schauen kann. Die meistgestellte Frage: Warum hat der Tisch ein Loch in der Mitte? In der Mitte ist es genau die Grenzen der Gemeinde. Die Zugänge sind links und rechts die Autobahn. Man sieht, was die Autobahn eigentlich macht. Sie durchtrennt das Gemeindegebiet und der Tisch in seiner Funktion vereint es wieder. Bis zu dieser symbolischen Vereinigung war es für Herbert Elsenwenger und sein Team ein langer Weg. In enger Zusammenarbeit mit der Tischlerei Moser hat der Eugendorfer Traditionsbetrieb hier eine handwerkliche Meisterleistung vollbracht. Wir mussten eine neue Fertigungstechnik entwickeln, um den Entwurf so umsetzen zu können. Es war eine große Herausforderung, noch nie ist sowas gebaut worden. Ein Tisch, der die Gemeindegrenzen zeigt, aus massivem Nussholz, 9 Meter lang, 5 Meter breit, 2 Tonnen schwer. Als Tischler macht man einmal im Leben vielleicht so ein Projekt und als Architekt macht man auch einmal im Leben wahrscheinlich so ein Projekt. Sagt Johannes Schallhammer, einer der Planer des besonderen Möbels, den übrigens folgende Idee inspirierte. Die gewählten Vertreter einer Gemeinde sitzen an einem Tisch, der ihr Gemeindegebiet symbolisiert. Das passiert fortan bei jeder Gemeindesitzung. Und der Bürgermeister von Eugendorf ist froh, dass sich die Gemeinde für dieses Meisterwerk entschieden hat. Ich bin der Meinung, dass das Handwerk für die Zukunft wichtig ist und dass man für die Generationen sagen kann, dass im Jahr 2012 auch schon Handwerker da waren, die mit der Technik und mit dem Handwerk miteinander erfolgreich sind. Und das ist auch der Tischlerei Elsenwenger mit seinen Kollegen gut gelungen. Und da möchte ich an Herbert und seiner Mannschaft herzlich gratulieren. Der Tisch im Sitzungszimmer der Gemeinde Eugendorf. Ausgezeichnet mit dem Handwerkspreis 2012.